Die verrücktesten Geschichten aus dem Leben einer Kosmetikerin. Wir haben eine brandneue Folge, Leute. Und diese ist wirklich nasty. Warum machen Menschen sowas? Das ist ein Familiendrama und es ist extrem, fast schon witzig. Folgt mir für mehr Bedtime-Stories. Und wenn ihr nur ein Part sehen wollt, dann klickt auf meinen YouTube-Channel. Geschichte handelt von Ibo. Ibo ist ein junger Kerl, der nicht so erfolgreich ist und heiratet aber eine super erfolgreiche Frau. Er fühlt sich in vielen Dingen entmannt und hat das Gefühl, er sei ihr nicht genug. Er entscheidet, er möchte ihr fremdgehen. Er fliegt regelmäßig zurück in die Türkei und hat da eine Affäre. Irgendwann ruft diese 21-jährige, knackige Affäre seine Ehefrau an in Deutschland und sagt, hey, ich bin Ibos Freundin. Absolut schockierend. Ja, denn die Frau von Ibo trennt sich danach von ihm. Ibo hat aber einen Onkel in Deutschland, den er regelmäßig anruft und dieser Onkel hat halt eine volle Familie. Er ruft diesen Onkel an und sagt, hey, guck mal, ich komme jetzt wieder nach Berlin. Kann ich bei dir wohnen? Weil du weißt ja, der hat mich rausgeschmissen, wir sind ja jetzt getrennt. Die ganze Familie weiß, dass er ihr halt fremdgegangen ist und keiner in der Familie unterstützt es. Der Onkel sagt aber, hey, okay, gut, komm zu uns nach Hause. Ibo kommt aber nicht alleine. Er kommt mit seiner Affäre, die jetzt seine Freundin ist. Und wenn sein Onkel das gewusst hätte, hätte er das niemals zugelassen. Er kommt also in die Familie rein und ihr müsst wissen, dieser Onkel hat halt so zwei Töchter, Ehefrau, Sohn. Und keiner von denen war Fan davon, dass er seiner Frau fremdgegangen ist. Also waren sie mega geschockt, dass sie so zu zweit ankamen. Am Abend gab es dann Abendessen und für alle war die Situation ein bisschen komisch. Am Morgen ist dann jeder zur Arbeit gegangen, bis auf eine Tochter. Sie hatte nämlich frei. Und sie sollte für die beiden dann Frühstück vorbereiten, so als höfliche Geste. Sie bereitet da also Frühstück vor und sie bemerkt so, diese eine Frau, wir nennen sie jetzt Lilly, so die ganze Zeit komische Sprüche von sich gibt. Ja, hier in Deutschland, den Frauen geht's voll gut, die Leute haben hier voll viel, die sind finanziell voll unabhängig, die Tochter räumt irgendwann das Frühstück auf, will ins Bad gehen und sieht Lilly im Bad, wie sie halt so voll ihrer Parfümflasche so rumsprüht und dieses so ein teures Parfum. So sagt die Tochter so, gefällt dir das Parfum? Oh ja, ich liebe diesen Duft. Und sie sieht auch so, wie sie in diesen Schränken da rumgefummelt hat. Das hat ihr gar nicht gepasst. Sie ist später rausgegangen, hat dann ihre Schwester angerufen, hat halt gesagt, ey Sis, kannst du bitte mein Parfum aus dem Bad wegräumen in unser Zimmer, weil sie sprüht da an meinem Parfum rum, ich will das nicht. Die Mutter von den beiden kriegt das mit und denkt sich, wenn sie am Parfum rumsprüht, dann wird die da auch andere Sachen anfassen und das wollen wir nicht, weil hier liegen auch unsere privaten Sachen rum. Danach waren alle auch im Haus etwas aufmerksamer. Abends sitzen dann alle zusammen und die eine Schwester, die ältere, sagt zu der Jüngeren, ey, ich war gerade im Bad und mir ist aufgefallen, dass dieses Hugo Boss Parfum von Mama fehlt. Und die Jüngere war so, was? Geht ins Bad und sieht, dass auch ihr La Roche-Posay Waschgel fehlt und so ein Waschlappen dazu. Die gucken sich so gegenseitig an und denken sich, die hat das geklaut. Die jüngere Tochter geht also zu dem Vater und sagt, hey Papst, ich glaube, sie nimmt unsere Sachen weg. So, ich glaube, sie bunkert die. Und der Vater meinte, ey, bitte durchsucht erstmal alles im Bad, bevor ihr da irgendwelche Behauptungen aufstellt. Ne? Durchsucht und wenn ihr euch sicher seid, können wir wieder drüber reden. Am nächsten Tag waren Ibo und Lilly auf einem Date, so eine halbe Stunde entfernt von der Stadt. Und sie hat die Chance wahrgenommen, um Lillys Sachen zu durchsuchen, um zu gucken, ob sie da ihre eigenen Sachen findet. Und Tatsache, sie findet alles wieder und noch mehr. Sie hat ihr Hugo Boss Parfum gefunden, das verlorene Waschgel, ein Deo, verpackte Zahnbürsten mit Zahnpasta, Schminkpaletten, Gesichtsmasken, Armbänder. So Sachen, an die man auch nicht im Bad nur rankommt, sondern da muss sie schon aktiv ins Zimmer der Mädels gegangen sein. Am Abend wollen alle dann zusammensitzen und sie damit konfrontieren. Und die jüngere Schwester hofft so innerlich, bitte, bitte, Papa, mach das laut vor allen, das ist so unverschämt. Wie kann sie herkommen? Wir geben ihr einen Platz zum Schlafen, obwohl sie eigentlich keiner will und dann klaut sie auch noch unsere Sachen. Der Vater hat es aber ein bisschen professioneller gemacht. Er ist zu Ibo gegangen, hat gesagt, Ibo, komm mal mit auf, lass mal hier einen rauchen auf dem Balkon und ein bisschen quatschen. Hat ihn rausgenommen, hat mit ihm gequatscht und hat ihm gesagt, hör mal zu, geht gar nicht. Deine Frau hat das gemacht. Ibo kommt raus aus dem Balkon ins Wohnzimmer und sagt dann so zu ihr, du, pack deine Sachen, wir gehen jetzt, sonst wird sie, glaube ich, noch knallen. Und sie, was, was, ich hab da gar nichts gemacht, ich hab da gar nichts gemacht. Ibo geht an ihre Sachen, sieht diese ganzen geklauten Geschichten und sie sagt, nein, die haben es mir untergejubelt. Nein, ich wollte das alles nicht. Die haben es mir untergejubelt. Das ist nicht meins. Ich habe das nicht dahingelegt. Unangenehm. Die haben es jetzt extra gemacht. Meine Fingerabdrücke sind jetzt drauf. Meine ganzen Fingerabdrücke sind drauf. Die werden zur Polizei gehen. Beide sind danach abgehauen und man hat einfach gar nichts mehr von den beiden gehört. Aber wie dreist ist so eine Story? Und ich glaube, das passiert richtig häufig, Leute. Was haltet ihr von der Geschichte? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und wenn ihr solche verrückten Bedtime-Stories für mich habt, dann schickt sie mir per Mail an info@skinmeeting.de. Bessos!